Gegrüßt, werte Gesellen. Ja, wie im letzten Intro, das vielen von euch gefallen hat, zu sehen war, hat der Helm irgendwie nicht seinen Job so richtig gut erledigen können. Deshalb habe ich ihm ein neues Leben gegeben. Als Schulterplatte. Ja, werte Gesellen, willkommen zurück zu Dark Souls 3. Ach so! Digga, ich kann alles rausschneiden, was ich bisher gemacht habe, weil ich hab ja nicht mal... Digga, ich bin in der falschen Szene. Aha. Sorry, werte Gesellen, dass ich euch nicht von Anfang an mitgenommen habe. Da euch der erste Part sehr gefallen hat eigentlich und ihr das, wie auch ich drum gebeten habe, in der Bewertung gezeigt habe. Ihr habt in der Bewertung gezeigt, dass euch der erste Part gefallen hat. Das will ich damit sagen. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Digga. Och nö. Nein. Sprungattacke. Jawohl. Komm schon, das ist das Battle der Giganten. Ich hab keine Heilung mehr und ich bin One-Shot, aber ich hab's geschafft, werte Gesellen. Okay, egal. Wir haben ihn einmal umgebracht. Wir werden ihn nie wieder umbringen. Wir werden nur noch an ihm vorbeilaufen, weil holy shit, den Kampf werde ich nicht jedes Mal taken. Ich muss nicht einen Bossfight machen, einfach nur... Also, das ist ja lächerlich. Wir nehmen jetzt schon... 20 Minuten auf und ich habe legit nichts gemacht, außer das Intro. Digga, mach doch nicht so schnelle Attacken. Wo ist der scheiß Fußgang? Ich meine Flur. Fußgang? Was zur Hölle? Good evening. Digga, ich sehe nur wieder sein Speer in meinen Frame reinreichen und mir reicht die Scheiße zum Kotzen schon wieder. Der kommt jetzt nicht ernsthaft hierher, oder? Nein. Schön. So, genau. Dieser Feuerball Junge hat mich letztes Mal umgebracht und war der Grund, warum ich gestorben bin. Deshalb... Right, okay. Was? Nein! Mein Erzfeind! Bro, was macht der hier? Ich bin doch scheiße in diesem Game. Bro, Hund, nicht jetzt! Digga, ich war doch auf der scheiß Treppe! Warum? Jawohl. Jawohl, okay, er ist dead. Sehr schön. Was mache ich? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe fast meine Seelen nicht wiederbekommen. Junge, das war knapp. Komm schon. Jawohl. Sehr schön. So. Jetzt Ausweichrolle spammen. Okay, one at a time. Digga, das kann nicht wahr sein. Okay. Nein! Digga, eine Black Firebomb gerade aus Versehen genutzt. Das ist gar nicht gut. Werte Gesellen, schaut zu und lernt. Hier, oh. Oh mein Gott. Let's go. Selkie. Okay, Moment. Eine wichtige Sache auch, die letztes Video gar nicht richtig rauskam. Hier auf dem Amboss war ein Estus Shard. Und ich glaube, das ist dafür da, die Heilung, die wir haben, zu verbessern. Das heißt, das werden wir auch noch irgendwie herausfinden müssen, wie das geht. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ambush ahead. Ach du meine Güte. Wir haben einen Lift. Das... Komm schon, das stinkt doch noch. Ich meine, das riecht doch schon nach Bonfire. Oh, oder nach einem Shortcut. Wer bist du? Es ist ein Shortcut. Es ist ein Shortcut. Ja, Throwing Knife. Ach du meine Güte. Ja, fall runter. Viel Spaß. Okay, ich hab's jetzt nicht besser gemacht tatsächlich.
Oha. Yo. Ja, vielleicht sollten wir auch langsam mal so Level-Ups investieren. Also 15.000 Seelen rumzuschleppen jetzt im Early-Game ist wahrscheinlich nicht so schlau. Vor allem, wenn da mehrere von den Rittern sind. Okay, was zur Hölle sind das für Gegner? Was ist das für ein Ort? Das ist so eine Boss-Arena. Nee, da will ich doch gar nicht hin. Meine 15.000 Seelen will ich mit Sicherheit nicht hier unten verdammen lassen. Ich werde erstmal Level-Ups investieren gehen. Wir werden ein Level-Up in Strength machen und zwei Level-Ups in Dexterity. Dann haben wir noch 8.000 Seelen übrig. Und wir wechseln unsere Waffe tatsächlich zu dem Uchi-Katana. Das ist ein Katana. Es hat Bleed-Damage. Es macht ein bisschen mehr Schaden, aber eventuell wird es jetzt noch mehr Schaden machen, wenn wir es upgraden. Required Items Titanite Shard. So, Titanite Shard wird wahrscheinlich nicht schwer sein zu farmen. Also wenn, auch wenn das nicht die letzte Waffe ist, die ich spiele, wird das jetzt nicht so tragisch sein, dass ich meine Titanite Shards hier rein investiere. Okay. Alright. Wir haben es zweimal geupgradet. Wir machen jetzt 138 Schaden und 19 Scale Damage. Das heißt, wir müssen auf Dex leveln, um mehr Scale Damage zu bekommen. Das werde ich rausschneiden, weil niemand versteht das. Reinforce Estus Flask. Use Estus Shard to reinforce Estus Flask. Reinforced Estus Flask. Increasing number of uses. Okay, also nicht so, wie viel es uns heilt, sondern wie viel wir haben. Okay, nice. Wir haben jetzt 4 Heiltränke. Und ein so ein Ashen Estus Flask, das ist für die blaue Leiste. Und die blaue Leiste ist für so Weapon Arts, das ist für krasseres Zeug oder was auch immer. Ach, Moment, haben wir noch Seelen übrig? Wenn wir noch Seelen übrig haben, dann kann ich die ja auch... Haben wir überhaupt Seelen ausgegeben fürs Weapon Upgraden? Kaum. So, da bin ich wieder, sorry, hab vergessen was zu machen. Dex. Ja. 160 Schaden. Das ist effektiv ungefähr 60 oder 65 Schaden mehr als davor on paper. Zumindest pro Hit. 143 Schaden pro Heavy Attack. Das ist schon strong. Oh Gott. Junge. Ja, also seitdem wir das Katana haben, flawless. Und habt ihr das gesehen? 380 Schaden auf den Frontstep. Also die Frontsteps sind jetzt schon richtig saftig. Das sieht aus wie eine Boss-Arena. Ey, auf dort drüben ist ein Raum, das sieht aus wie eine Boss-Arena. Hier ist ein Raum, das sieht aus wie eine Boss-Arena. Was sagt das? Time for Dark. Aber hier sind so viele Notes. Ah, it'll happen to you too. Good luck, let there be victory. Monster Head. Okay, das ist nicht der Bossraum. Das ist definitiv nicht der Bossraum. I guess der Bossfight ist das einzige, was wir left haben. Außerdem habe ich halt auch nur einen Estus left. Wir machen den Boss einfach fast hitless oder so. Dann passt das schon. Ah. Ich bin Erik. Alter. Nein. Nein. Ich verstehe schon gar nicht mehr, was er da überhaupt für Moves macht. Und dann geht die Musik auf einmal los.
Spiele ich hier eigentlich ein Souls-like oder spiele ich hier ein Leben auf dem Ponyhof? Ne? Das ist nur so meine Frage. Endlich ein Bonfire! Ey, wir haben das Ziel erreicht, was ich letzte Folge erreichen wollte. Wir haben ja seitdem kein neues Bonfire bekommen. Ja gut, ein Shortcut, ne? Aber gut, das war doch eine super Aufnahmesession. Meine Güte, werte Gesellen, ich liebe es. Absolut geiles Game. Gehen wir kurz Level up, ne? Dabei. So, there we go. 20 Decks, das ist doch schon erstmal ein super Stat für Decks. Mosh. Ja, dann verabschiede ich mich hier aus der ersten Hälfte. Ne? Viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Ich hoffe, soweit gefällt es euch. Ja, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Achso, ja, ich war übrigens beim Friseur. Hat man jetzt vielleicht erkannt. Also in der letzten Folge hatte ich so ein wenig mehr Haare. Aber, ja. Also jetzt ist halt... Jetzt sehen die Haare besser aus, aber jetzt sieht man halt auch mehr von der Stirn. Das ist natürlich, ja. Hier muss auch viel reinpassen, okay? Verdammte Scheiße. Die Kaffeebohnen schleichen sich durch meinen Körper. Ich meine natürlich, willkommen zurück, werte Gesellen. Wir sind immer noch hier. Ich weiß gar nicht, warum wir so glühen. Vielleicht haben wir ein Fieber. Und hier ginge es weiter in die weit offene Welt. Das wollen wir aber nicht. Denn es gab ja noch diesen zweiten Bossraum. Und zwar werden wir dort jetzt mal hingehen und einfach mal gucken, was da denn überhaupt abgeht. Also hier ist wer gestorben. Critical forehead, therefore time for attacking. Okay. Basin of Mars, Way of Blue. Place the basin at the statue of the beheading knight. Go again. Oh, er hat mich gegrabt. Ich bin doch so tot. Digga, der hat uns auf den Dönerspieß genommen. Ich bring den um. Okay. Digga, der hat ja einen Knackarsch. Läuft bei dir. Oh, hat sogar Jiggle Physics. Scheiße! Digga, das kann doch nicht wahr sein! Nein! Das war der bisher beste Try, also... Nach ein paar Versuchen habe ich endlich festgestellt, ich muss etwas verändern. Und zwar etwas, was noch in den Möglichkeiten dieses ersten Bereiches liegt. Also habe ich mich erkundigt und ich habe herausgefunden, dass dieser Boss tatsächlich eine Weakness gegen Dark Damage hat. Dann habe ich mein Inventar durchstöbert und habe tatsächlich herausgefunden, dass ich solch eine Waffe mit Dark Damage besitze. Diese habe ich dann viermal geupgradet und Level-Ups, die ich parallel erhalten habe, habe ich in Vitalität reingelevelt, sodass ich eine schwerere Rüstung tragen kann und mehr aushalten kann. Nach stundenlangen Versuchen und auch erst am nächsten Tag habe ich es dann endlich geschafft.
das kann nicht wahr sein, Alter. Junge. Ich bring den um. Und so habe ich es geschafft, einen der schwierigsten Bosse in ganz Dark Souls 3 zu besiegen. Das war's mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und werde Gesellen, macht's gut. Werde Gesellen.